Es geht in die Schlussphase des Bundestagswahlkampfs 2009 und hier im Adenauerhaus wird CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla heute die dritte und letzte Welle der Plakatmotive vorstellen. Wir wählen die Kanzlerin, damit soll deutlich werden, wer Angela Merkel will, muss Union wählen. Und wir wählen die Zuversicht, weil wir optimistisch in die Zukunft gehen und glauben, am Ende aus dieser Krise stärker hervorzukommen, als wir in die Krise gegangen sind. Wir werden unsere Werbeaktivitäten bei den Printanzeigen, in den Publikumsmagazinen ganz stark anfahren, in den Tageszeitungen, in den Sonntagszeitungen. Wir haben 70 Lkw, die in Deutschland mit der Werbung der CDU durch Deutschland fahren. Wir haben Megalights, auf denen wir die zentralen Botschaften der Schlusskampagne in ganz Deutschland zeigen. Und wir werden ganz kurz vor der Wahl ein Werbemittel für 19 Millionen Haushalte in Deutschland einsetzen, das ich allerdings jetzt noch nicht näher darstellen will, weil ja unsere politischen Konkurrenten von der SPD sonst zu früh darauf aufmerksam werden. Was erwartet uns jetzt noch in den verbleibenden zwei Wochen Wahlkampf? Wir haben eine Vielzahl von Großveranstaltungen. Am kommenden Sonntag wird es das Duell zwischen der Kanzlerin und dem Kanzlerkandidaten geben. Und wir werden unseren Wahlkampfabschluss am Samstag, dem 26. September, hier in Berlin mit vielen tausend Anhängern begehen und hoffen, bis dahin noch den entsprechenden Schwung zu haben, damit wir auch die letzten unsicheren Wähler von uns überzeugen können.